Um die elektrohydraulische Federung zu entleeren und zu entlüften, schließen Sie erst das Batterieladegerät an und dann das Diagnosesystem. Falls Sie die Arbeiten an der Vorderachse durchführen, stellen Sie vorher die Vorderräder in gerade Ausstellung. Bei Arbeiten an der Hinterachse ist dieser Schritt nicht notwendig. Heben Sie das Fahrzeug mit der Hebebühne an. Bauen Sie die Abdeckung am Querlenker aus. Sie ist mit 4 Schrauben befestigt. Jetzt können Sie die Abdeckklappen von den Absperrventilen ausbauen und die Staubschutzkappen der Ablassventile abziehen. Zum Entleeren der elektrohydraulischen Federung befolgen Sie nun die Hinweise des Diagnosesystems. Tippen Sie auf das Feld Aktives Federungs- und Dämpfungssystem. Dann auf Elektrohydraulische Steuereinheit hinten links. Tippen Sie auf den Reiter Ansteuerungen. In der folgenden Auswahl klicken Sie auf Elektrohydraulische Steuereinheit. Dann wählen Sie das entsprechende Federbein aus, in unserem Fall hinten links. Klicken Sie erneut auf Ansteuerungen und dann auf Hydraulikeinheit EHSE entleeren. Wichtig! Schließen Sie spätestens jetzt die Absperrventile. Ansonsten wird die Federung in den nächsten Schritten zerstört. Bitte beachten Sie das angegebene Drehmoment. Tippen Sie auf Weiter. Hier können Sie die aktuellen Ist-Werte des Systems ablesen. Für die nächsten Schritte verwenden Sie entsprechende Schutzausrüstung. Ziehen Sie das Befüllgerät an das Fahrzeug. Dann schließen Sie den Rücklaufschlauch an eines der beiden Ablassventile an. Der Druck fällt anschließend sofort ab. Schließen Sie den Rücklaufschlauch auch am anderen Ablassventil an. Gehen Sie auf Weiter. Damit ist das System erfolgreich entleert. Klicken Sie nun auf Hydraulikeinheit EHSE befüllen und klicken erneut auf Weiter. Schließen Sie jetzt beide Schläuche an beide Ablassventile an. Die Zuordnung ist hierbei egal. Klicken Sie auf Weiter und starten Sie dann die Routine zur Befüllung. Schalten Sie jetzt das Befüllgerät ein. Der Spülvorgang und Befüllvorgang startet automatisch. Nun können Sie den Rücklaufschlauch schon vom Ventil abziehen. Das Gerät muss weiter eingeschaltet bleiben. Ziehen Sie dann auch den Zulaufschlauch ab. Das Gerät muss jetzt ausgeschaltet werden. Nach dem Abziehen der Schläuche muss sich ein Druck von ca. 40 Bar einstellen. Ist das der Fall, gehen Sie auf Weiter. Wichtig, öffnen Sie jetzt wieder beide Absperrventile. Nach dem Öffnen der Absperrventile muss sich ein Druck von ca. 29 Bar einstellen. Stimmt der Wert, haben Sie die Federung erfolgreich wieder befüllt.